Doch momentan läuft der sechste Teil in den Kinos. Darin ist Matthias ein britisches Auto besonders aufgefallen. Dieser silberfarbene Jensen Interceptor. Du hast ja das Rennen gegen den Jensen Interceptor gewonnen. Oh ja. Glaubst du, dass der Jensen generell überhaupt gar keine Chance hat gegen amerikanische V8-Autos? Oder würde der Jensen Interceptor vielleicht eine Chevy Chevelle schlagen? Natürlich nicht. Ich erkläre dir mal was. Eine Chevelle... Also gibt es kein englisches Auto, was jemals einen Ami schlagen könnte? Niemals. Hey, jetzt muss ich mich mal einmischen. Das liegt einfach daran, dass die Ingenieure in England gute Formel-1-Autos entwickeln und deswegen keine Zeit für andere Autos haben. Genau. Ja, genau. Ja, die Engländer sind einfach zu beschäftigt, aber sicher doch. Und jetzt wollen wir herausfinden, ob das niemals passieren wird, dass ein amerikanisches Auto von einem englischen geschlagen wird. Jensen Interceptor gegen Chevy Chevelle. Helge, gib Gas. Das Duell. Jensen Interceptor gegen Chevy Chevelle Supersport. Nur bei Grip treten die beiden Traumautos aus den 70ern gegeneinander an. Ich krieg dich, Bursche. Oh. Zurück auf Anfang. Helge Thomsen ist auf dem Weg zum Fast and Furious Duell. Für den Grip-Moderator steht heute nicht nur eine Challenge an, sondern auch ein Trip in die 70er Jahre. Meine Zeitmaschine hat mich dieses Mal ins Jahr 1971 katapultiert, und zwar genau in dieses Auto. Was für ein Name, Jensen Interceptor. Hat niemand auf dem Zettel dieses Auto, natürlich nicht. Kleines englische Schmiede, amerikanischer Big Block, geile Mischung. Der Jensen Interceptor wurde von 1966 bis 1976 produziert und war in der gleichen Liga wie Aston Martin, Lambo und Co. unterwegs. Das Design stammt aus Italien, die Power kam aus den USA. Unter der Haube bollert ein V8 von Chrysler mit 330 PS Leistungsvermögen. Mit etwas Glück findet man heute ein gut erhaltenes Exemplar für rund 30.000 Euro. Kleine Stückzahlen wurden gebaut. Von diesem Modell links gelenkt, also das Lenkrad auf der richtigen Seite, 432 Stück, 200 existieren noch und ich sitze in einem richtig guten Exemplar. So, genug geredet, dass das Auto auch richtig was kann, das werde ich jetzt einem Typen beweisen, und zwar Dom Toretto, der Oberangeber aus Fast and Furious. Irgendwann ist er mit einer Chevelle aufgetreten. Richtig, Helge. Der Film heißt Fast and Furious neues Modell, Originalteile, und stammt aus 2009. Dom Toretto alias Vin Diesel ist hier in einer getunten Chevelle unterwegs. Die Suche nach dem passenden Gegner führt Helge in die Nähe von Berlin. Werkstattchef Frank Slopianka hat sich heftig mit dem Muscle Car Virus infiziert. Da ist er ja. Hey, Helge, hallo. Hallo Helge, grüß dich. Freut mich. Du, es wird ernst und ich sehe schon, Haube ist auf. Kommen wir zur Sache, was hast du da drin? Aktuell einen 350er Chevy-Motor, 5,7 Liter mit 275 PS. Die Chevelle SS, Baujahr 1968, stammt aus der zweiten Generation und ist baugleich mit Vin Diesels Filmauto. SS steht für Supersport. Frank Slopianka hat das Muscle Car vor einem Jahr in Los Angeles gekauft. Eine gut erhaltene Chevelle SS ist rund 30.000 Euro wert. Und die Preise steigen. Unter der Haube blubbert ein dicker V8. Leistungsmäßig ist der Ami dem Jensen zwar unterlegen, dafür ist er aber 300 Kilogramm leichter. Denk mal, wird reichen. Sollte reichen. Du weißt ja gar nicht, was ich mitgebracht habe. Komm mal mit. Darf ich vorstellen, Mr. Jensen. Was ist denn das? Interceptor 2. Heißt Abfangjäger. Weißt du Bescheid? Damit willst du ein Rennen fahren? Ja. Genauso wie in Fast and Furious 6. Im Kino geht der Brite ab wie eine Boden-Boden-Rakete. Mit dem Wagen? Ja, das zeige ich dir jetzt. Also, ob nichts geht über die Chevelle. Das werden wir sehen. Ich würde sagen. Ja, zeige ich dir. Wir sehen uns auf der Strecke. In Ordnung. Gib Bis Gas. Gleich. Challenge Teil 1. Beschleunigungsduell auf dem Spreewaldring. Ja, Frank, weiß Bescheid, ne? Fast and Furious, Ampelduell. Ich spiele die Ampel. 3, 2, 1 und dann machst du den Hebel auf D. Wer kommt auf der 200 Meter langen Geraden schneller aus dem Quark?
Mit gut 5 Kilo pro PS ist das Leistungsgewicht identisch. 3, 2, 1, go! Ja, komm schon, Baby, komm schon! Mann, 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 ey! Und tschüss, Helge! Die Chevelle SS kommt mit über 10 Metern Vorsprung ins Ziel. Ja, Helge, tut mir leid. Ja, also mir tut das auch leid. Ich bin extra langsam gefahren. Ja. Ey, unfassbar, ey. Der alte englische Herr, der kommt nicht in die Gänge, ne? Ab 5000 fängt der Motor mal an, sich zu überlegen, dass er mal schneller werden könnte. Ja, Chevelle Muscle Car. Was soll ich sagen? Da brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Nach der ersten Disziplin steht es 1:0 für die Chevelle. Auch wenn Autos in den Fast and Furious Filmen die Hauptrolle spielen, heiße Bräute gehören zwingend zum Erfolgsrezept der Filmreihe. Und diese Frau ist heiß. Heiß auf Autos und heiß anzusehen. Sabine Marie Schmidt aus Berlin. Das Fotomodel und Playmate ist mit Helge und Frank verabredet, um das zweite Duell zu entscheiden. Welcher Bolide hat den größeren Anmachfaktor? Wenn ein Typ am Straßenrand mit einer Karre anhält, ja? Was gefällt dir besser? Wo würdest du sagen, ey, das ist mein Macker, da steige ich mal ein? Ja, fühlt sich gut an schon mal. Viel Platz. Pass auf, und jetzt? Und jetzt kannst du mal rechts ein bisschen runtertreten. Ja, Gänsehaut, ne? Sehe ich von hier. Bisschen leise, aber. Bisschen leise. Du willst dich doch mit der Biene auch noch unterhalten, wenn du auf Tour gehst. Da würde ich auch gerne jetzt irgendwie den Parkmodus umändern. Oh, oh, oh. Drive. Genau. D stands for Drive. Ja, sehr schön. Gefällt mir von innen schon mal. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zum richtigen Ort. Den schicken Briten fand Sabine nicht schlecht. Aber was sagt sie zum bösen Ami? Chevy. Ein richtiger Sound jetzt. Das hört sich wirklich anders an, hast du recht? Ja. Boah, was verbraucht der denn? Naja, so je nach Fahrweise zwischen 20 bis 30 Liter. Oh, also man kriegt so 40 Liter. Aber das hin. Spielt ja keine Rolle, ne, wenn du eine Lady abholst. Aber das hat eher was für die Halbstarken. Aber wenn man fährt, ist es nicht so, ist es enger als bei dem anderen. Nee, ist nicht unbedingt enger. Also wenn man Beifahrer ist, ist es, glaube ich, angenehmer. Ja. Hat man ja nicht so viel Platz hier. Das ist ja, sagen wir so, die Autos oder ein Auto für die Jugendlichen gewesen. Mit 16 Jahren konnten sie so ein Auto halt kaufen und haben dann damit ihre Straßenrennen gefahren. Und da soll es halt auch ein bisschen enger zugehen. Die Entscheidung. Welcher Wagen macht Sabine mehr an? Ich würde wahrscheinlich eher zu dem Jensen tendieren. Das ist mehr sowas für eine Lady. Frank, das war eindeutig. Der Punkt geht an mich. Tut mir leid. Herzlichen Glückwunsch. Sabine, danke für deine zauberhafte Meinung. Sehr gerne. Wenn ich am Straßenrand dich erspähe, trete ich auf die Bremse. Hoffentlich. Bis bald. Ciao. Tschüss. Der Ausgleich im Fast and Furious Duell 1:1. Auf die Rennstrecke. Jetzt muss eine Entscheidung her. Wer kann den Vergleich der Filmautos für sich entscheiden? Gleich, welcher V8 ist schneller? Chevy Chevelle oder Jensen Interceptor? Jetzt wird's aber ernst hier. Zurück beim großen Fast and Furious Spezial. Zwei Hauptdarsteller der Filmreihe treten heute gegeneinander an. Der Jensen Interceptor aus dem neuen Streifen gegen eine Chevy Chevelle aus Teil 4. Nach zwei Disziplinen liegen beide Autos gleich auf. Die Entscheidung fällt nun auf der Rennstrecke. Showdown im Duell der 70er Jahre V8-Brummer. Gefahren wird ein 2,7 Kilometer langer Rundkurs. Beim Beschleunigungsrennen lag Helge hinten. Kann er die Schmach ausmerzen? Komm, Baby, jetzt! Der Start ging in die Hose. Doch schon in der ersten Kurve ist Helge wieder dran. Jetzt wird's aber ernst hier. Na, klebt aber dran. Ja, ich muss dranbleiben, ich muss dranbleiben. Na, Jensen, so gefällt mir das.
Ja, die Chevelle, die ist nicht für Kurven gemacht. Ein kleiner Fehler und Frank fliegt raus. Oder Helge rammt ins Heck der Chevelle. Von wegen. Mit hauchdünnem Vorsprung kommt Frank ins Ziel. 2:1 für die Chevelle. Frank, Vin Diesel ist ja schon Spinner, aber was du mit mir hier abgezogen hast, ich halte es nicht aus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh Mann. Ich bin nicht rangekommen. In den Kurven schon, hast gesehen, ne? Ja. Super Bremsen, dein super Fahrwerk. Scheint besser zu sein als meins, dafür ist aber doch mehr Power halt in dem Auto drin. Ja, Ein typischer Muscle-Car. Genau, Interceptor, Abfangjäger war da nicht viel, aber ich meine, Fast and Furious ist einfach auch laut und böse und schmutzig und das ist halt ein Gentleman-Car, ja? Fährt auch eine Frau im Film. Und der ist halt laut und böse. Deswegen würde ich sagen, das Ding geht an dich. Fahr vorsichtig, ja. Wir sehen uns wieder. Helge, danke. Ciao. Tschüss. Ja, das war unser Ausflug in Fast and Furious Teil 4 gegen Teil 6. Mein Jensen Interceptor hat es nicht ganz geschafft, aber trotzdem. Er ist von den Toten auferstanden. Ja, und Vin Diesel hier kann doch mal ein bisschen am Rad drehen. Denn wieder hat ein Ami V8 den Jensen besiegt.